Hallo, herzlich willkommen, meine fabelhaften Fische. Ich freue mich, dass du hier bei mir, ich bin die Bio, wieder mit dabei bist. Wir schauen in die Energien für den Mai in fließender Zeit mit dem Kaffeesatz rein. Aber zuvor möchte ich hier mit den Phänomenen, mit den Skatkarten Energien für dich ziehen, was ich dir denn hier sagen darf, was du hier jetzt hören darfst. Du bedenkst, bitte, wir sind nach wie vor im Kollektiv Sternzeichen Aszendent, Mond und Venus. Du nimmst bitte nur Stimmiges mit, alles andere lässt du bitte davonziehen. So, jetzt legen wir auch schon los für meine fabelhaften Fische da draußen. Fische Kollektiv und der Mai. Was darf ich hier sagen in fließender Zeit? Was darf hier gehört werden? Um was geht es denn in dieser Zeit? Fische. Ich muss wirklich noch ein bisschen mischen. Es ist noch nicht alles geregelt. Man muss etwas noch klarstellen. Man muss etwas noch sortieren und anordnen. Kommt hier bei mir durch. Und dann wird sich das kurzfristig hier entwickeln. Ist eine Botschaft, die sollte jemand hören. Du kannst nicht mehr, der linke Arm tut dir weh. Bei was kannst du nicht mehr und der linke Arm tut dir weh? Stellt sich mir hier die Frage, ich weiß nicht, warum ich das gehört habe jetzt. Machst du eine Tätigkeit einseitig? Hebst du etwas mit der linken Hand? Oder was ist mit deiner linken Hand? Gib mal Obacht auf deine linke Hand. Wie spielt sie in deinem Leben eine Rolle? Leistest du herzensmäßig vielleicht zu viel für andere? Links, die unbewusste, die intuitive Seite, falls du Rechtshändler bist. Wenn du Linkshändler bist, weniger arbeiten, mehr abgeben, aber für den einen oder anderen bitte schaue und gib Acht auf deine linke Hand, deinen linken Unterarm. Ich habe jetzt hier auch gerade ein komisches Gefühl. Also vielleicht hat jemand hier auch Probleme tatsächlich mit dem Unterarm oder mit der Hand. Bitte lass das danach einfach schauen. Das kann ich an dieser Stelle noch sagen. Aber unterbewusst zu viel für andere machen, zu wenig für sich. Für diejenigen, die die linke Seite als die bewusste Seite haben, ein bisschen Arbeit hier definitiv abgeben. Okay, so. Oh, das könnte tatsächlich eine behördliche, gerichtliche Angelegenheit hier sein. Das ist so etwas wie ein Rechtsanwalt, wie ein Richter unter anderem. Aber von der anderen Seite ist es auch ein Helfer. Ja, es kann hier auch ein Vertreter der Polizei oder einer Behörde hier auch wirklich sein. In manchen Fällen sagt man, dass es der Vater ist. Um das sich jetzt die Energien und das Thema hier dreht. Jetzt bin ich noch gespannt. Okay, die zweite Karte habe ich. Oh, da kommt die passende Dame dazu. Es geht definitiv um die Partnerschaft. Vielleicht um die Eltern, vielleicht um ein anderes Pärchen, vielleicht um dich als ein Paar hier. Jetzt brauchen wir aber definitiv nochmal eine Karte, denn diese Dame hier, ja, sie ist sehr weise, sie kann eine Mutterfigur sein, aber auch eine Nebenbuhlerin. Also es kann ja auch sein, dass bei deinem Seelenmensch, bei deinem Herzensmenschen gerade jemand anders herumschlawinzelt. Nebenbuhlerin nicht nur auf der sexuellen und Liebesebene. Nebenbuhlerin die Schwester, die ständig dein Herzensmensch einspannt. Der Onkel, wo ständig hier dein Herzensmensch einspannt. Die Arbeitskollegin, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, die hier sehr viel von deinem Herzen, von deinem Seelenmenschen hier abverlangt. Und eure Zeit hier wirklich absolut minimiert ist. So, eine Karte bitte noch. Okay, danke. Oh, das sieht mir schon ganz danach aus. Ärger im Team. Ärger im Umfeld.
Ärger im familiären und zwischenmenschlichen, um den es jetzt hier die nächste Zeit geht. Aber das können wir jetzt natürlich hier nicht so stehen lassen. Ärger, Familie, Umfeld, Geschäft. Des Weiteren zeigt sich hier tatsächlich auch dieses ungerechte, geschäftlich oder in einer höheren Instanz als behandelt werden. Ich möchte hier diesen Ausgang noch haben. Was kommt hier? In diesen Ärger, der sich gerade hier so aufzeigt, vielleicht auch schwere Zeiten durch ein anderes Pärchen, durch andere Personen, Belastung, Verluste und Schmerzen. Wie ist dann hier die Entwicklung daraus? Was darf hier in nächster Zeit damit entstehen? In welche Richtung verläuft das Ganze? Was sei hier dazu noch zu sagen? Für mein fabelhaftes Fische-Kollektiv. Okay. Gleich drei. So viele wollte ich gar nicht, aber die wollten raus. Oh, da kommt eine helfende Person dazu. Und dann wandelt es sich für dich in positive Ereignisse. Hier kommt die Unterstützung, hier kommt die Lösung, hier kommt die Erleuchtung, so muss ich sagen, damit es für dich aus dem Ärgernis hier ins Positive reingeht. Es ist hier du. Du bist hier im Positiven drin. Du darfst hier diesen Ärger, diesen Schmerz, diesen Meineid, dieses Mobbing, diese Überbelastung definitiv durch eine Situation, die sich vielleicht auch einstellt oder eine tatsächliche helfende Person von dir lösen. Denn das wollte ich jetzt wissen. Wie ist die Tendenz aus dieser Situation? Ja? Und du hast hier mit diesen Menschen. Es mag hier eine komplizierte Angelegenheit sein, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das zeigt sich hier so auf, als wäre es wirklich was Kompliziertes, wo sich jetzt aber tatsächlich löst. Es kann hier auch so was wie Geschwister-Familienkrieg innerhalb sein. Aber jetzt ist die Lösung und die Voraussicht, dass sich das tatsächlich für dich hier ergibt. Und wenn es geschäftlicher Natur ist, werden die Probleme auch von dir gehen. Verzweiflung und Tränen. Aber es ist hier die Fülle, ja? Aus der Träne in die Freude. Das ist hier eine Energie, die sich für dich hier für den Mai in fließender Zeit aufzeigt. Und jetzt schauen wir aber noch in die Kaffeetasse rein, was sie uns denn hier sagt. Oh, jemand ist hier total stur, eine sture Angelegenheit hier. Stur, stur, stur. Aber so nach und nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Probleme lösen sich. 8 Menschen, die es dir vielleicht schwer gemacht haben. Hören auf damit. Allgemein etwas mit 8. Vielleicht noch 8 Raten, vielleicht etwas noch 8 Monate, wie sich's zieht, oder 8 Wochen, 8 Tage. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also 2 Sachen fallen komplett im Mai schon ab. 2 Sachen werden geklärt. 2 Sachen gibt es einfach nicht mehr. 2 Personen, 2 Ereignisse. Oh. Okay, irgendjemand wird sich hier tatsächlich auch übergeben. Also aufpassen mit Magen, Darm. Nicht, dass dir diese ganze Situation, diese heiße Diskussion, dieses Schuldzuweisen, dieses Problem, wo hier entsteht, dieser Verlust, der sich hier vielleicht auch anzeigt. Nicht, dass er sich dir irgendwie auf den Magen schlägt. Natürlich kann es ein ganz normaler Magen-Darm-Infekt sein. Arzt ist immer die Ansprechperson dann. Aber ich sehe hier, dass sich hier tatsächlich jemand übergeben muss. Und ich habe hier das Gefühl, du hast es so satt. Du, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, du kotzt hier alles aus, was dir nicht mehr passt, was dich belastet, was dich stört, und dann geht es dir wieder gut. Es mag auch hier im
sinnlichen Bild sein, auskotzen, jemand alles mal an den Kopf hauen, was dich hier stört. Und dann wird es für dich auch tatsächlich leichter. Ein Stier zeigt sich hier auf. Ich habe doch gesagt, es ist so stur. Ich denke mal, dass es hier auch mit dieser Sturheit, mit diesem Eingefahrenen in dieser Situation hier etwas zu tun hat. Nicht alles ist hier Herzensebene, diese Herzensebene. Es sind auch Sachen, die sind manchmal, die dich ärgern, aber was, also es gibt Situationen, es gibt Sachen im Job, es gibt Sachen im Umfeld. Das sind so unsere Herzangelegenheiten, Herzsituationen. Aber ich sehe hier, das sind mehr so natürliche Angelegenheiten, die dich immer mal wieder so ein bisschen ärgern und belasten hier. Irgendjemand kauft sich hier eine richtig dicke, fette Pommes-Tüte und lässt sich diese so richtig schön schmecken, um irgendetwas, ja, um vielleicht nachher auch alles wieder raus zu... Das kann auch sein, aber nein, es ist hier einfach diesen puren Genuss von diesem gesalzenen und gewürzten Pommes, ja, in sich rein zu essen und einfach, ja, das hat hier, ich empfinde das hier tatsächlich so, als diese, schau, jetzt scheint die Sonne nämlich, ja, die Sonne wird hier wieder scheinen. Bei mir kommt auch durch, dass vielleicht jemand sehr diszipliniert ist, was Essen, was Trinken anbelangt, weil man die Krankheit, jene Krankheit nicht kriegen will. Natürlich will ich hier niemand sagen, fange an, ungesund zu leben. Aber ich darf hier sagen, es dürfen auch mal die fettigen Pommes mit Mayo und Ketchup sein und die darf man sich auch schmecken lassen. Denn wenn es einem ganz arg danach gelüstet, dann braucht es der Körper. Und wenn es dann wirklich die Organe und der Körper ist, dann braucht es der Gaumen und der Genuss, die Seele in irgendeiner Art und Weise. Das sollte hier wirklich eine Message für irgendjemand sein. Das könnte auch meine Lebenseinstellung hier persönlich sein, ja. Also ich liebe ja gesunde Sachen, ich liebe sie, aber... Ich liebe auch ungesunde Sachen und ich glaube die Mischung und ich glaube der Körper signalisiert auch selber und wenn es dich mal nach dem Cola mit dem ganz vielen Zucker drin durstet, dann darfst du dir das auch mal gönnen. Und so ist es in jeder anderen Angelegenheit hier. Es ist jetzt nicht nur aufs Essen bezogen, sondern vielleicht ist etwas im Leben, wo du einfach mal machen möchtest, aber es gehört sich nicht, du hast es noch nie gemacht, du passt darauf auf, ja, dass du nicht in dem hier verkehrst, dass du nur diesen Weg hier nimmst, dass du hier für jemand die Bahn frei hältst und so weiter. Und hier darf ich dir wirklich sagen, du darfst hier auch nach deinem Mal gehen und nicht immer nur auf die anderen so achten. Und ich habe hier eine Person, das ist eine Marionette, nein, es ist eine Puppe, die hinten aufgedreht wird. Irgendjemand versucht dich hier zu steuern. Lasse dich nicht steuern. Lasse dich nicht steuern. An der anderen Seite gibt es eine Person, die ist ein helfender Freund. Ja, irgendjemand dreht dich hier auf und dieser helfende Freund, diese andere Seele, vielleicht auch nur eine Situation oder ein Ereignis, was dir hier wirklich bewusst wird, merkst du, dass dich eigentlich jemand hinten aufzieht und steuert. Vielleicht hat es hier auch etwas mit dieser Angelegenheit. Vielleicht manipuliert hier auch irgendjemand etwas. Will ich jetzt hier bei dir nicht ausschließen. Fakt ist, positive Voraussichten für dich. Vielleicht merkst du hier diese Manipulation, vielleicht wird hier auch ein Betrug aufgedeckt, ein Meineid aufgedeckt. Aber du wirst hier höchstwahrscheinlich durch eine Situation oder eine Person hier merken, dass dich etwas hier fernsteuert, manipuliert oder dass etwas nicht nach dem richtigen Ding hier geht. Und dementsprechend, wir haben da dazwischen die tiefe Helligkeit, wird es hier wieder gut. Eine 3 zeigt sich auf. Vielleicht spricht hier auch jemand eine andere Sprache. Denn ich habe diese griechischen Buchstaben, ich habe diese russischen Buchstaben und so wie das hier aussieht, sind hier arabische Buchstaben drin. Ich kenne mich da wirklich nicht aus, ja. Vielleicht sprecht ihr nicht die gleiche Sprache. Vielleicht tatsächlich nicht die gleiche Sprache, aber vielleicht sprichst du mit irgendjemand und ihr sprecht,
Ah, genau, vielleicht sogar den gleichen Dialekt. Aber ihr spricht trotzdem nicht die gleiche Sprache in einer Angelegenheit. Hier ist etwas zur Überprüfung. Du solltest hier echt etwas überprüfen, damit du hier wieder in die positiven Voraussichten für dich reinkommen kannst, mein fabelhafter Fisch. Ein P und ein V und ein M. P, V, M. Zeigt sich hier noch auf. Vielleicht ist es hier für jemand von Bedeutung. Eine sportlich gekleidete weibliche Person. Mit der kann das PVM etwas zu tun haben. Und ganz komisch, sie hat etwas in der Hand und das sieht aus wie so ein Halbmond oder ein C. Und sie geht nach vorne Richtung Licht, aber genau vor ihrem Gesicht und vor ihren Augen sind dunkle Wolken. Sie sieht etwas nicht. Sie meint, sie geht Richtung Licht und dabei ist ihr etwas komplett verborgen. Magst du diese Person sein oder eine andere Person? Und da wird es etwas passieren. Da wird es diesen irgendwie ein Aha-Moment geben. Irgendwas wird sich hier aufdecken. Denn sie sieht etwas nicht, aber es ist schon nach, ich sag mal, einer Woche, einem Tag, ich weiß es nicht, nach kurzer Zeit. Ihr wisst ja, wie das Zeitangaben und Universum hier ist, ja, und auch so der Kaffeesatz. Nach einer kurzen Zeit sieht man auf einmal etwas. Die Wolken, die vor einem wie eine dichte Mauer waren, der Nebel, der lüftet sich hier und es fängt sich etwas neu an zu regeln. Aber man wird hier erstmal wieder zurück in die Tiefe gehen müssen, um etwas zu suchen, um dann wieder wie der Phönix aus der Asche hier empor zu gleiten. Wow, also das ist schon eine heftige Botschaft, für wen sie auch immer in welchem Bereich hier bestimmt ist. Also eine kurze Zeit hat man einen Schleier vor den Augen. Und was mich hier so stützig macht, ist das, was sie in der Hand hält. Entweder das ist so ein Mond, so ein Halbteller, ein Frisbee oder ein Zeh. Sehr, sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also falls du damit jetzt etwas anfangen kannst, bitte schreib's mir. Ja, ich sehe hier ganz viele Zeichen, die man nicht versteht. Ich verstehe diese Zeichen hier nicht. Es sieht für mich nach einer Fremdsprache aus. Etwas Fremdes, etwas Neues, etwas, wo noch erkundet werden muss. Und dann haben wir einen Widder. Ein Vogel, wo noch einen verschlossenen Mund hat. Also du weißt noch etwas nicht oder du verstehst hier noch etwas nicht oder jemand versteht dich hier noch nicht. Aber hinter dem Vogel ist es wieder weiß. Man findet hier einen Weg zur gemeinsamen Kommunikation. Allerdings dauert das hier noch. Man läuft erstmal noch in einer Angelegenheit und in etwas Zwischenmenschliches so richtig schön gegen eine Mauer. Muss ich dann kurz erholen? Kopf schütteln? Die einen oder anderen werden auch in nächster Zeit wirklich Kopfschmerzen haben. Das kommt hier bei mir durch. Und dann wird es erst hell und man wird erkennen, was man eigentlich will und mit wem man wohin gehen will und was es denn sein darf und was man aus dem Vergangenen hier auch tatsächlich gelernt hat. Also echt, das ist jetzt echt Wahnsinn. Also deine Tasse finde ich jetzt echt hier mega, 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 mega spannend. Ich finde es ja immer alle spannend, aber das ist jetzt echt, oh, am liebsten würde ich euch alle hier online dazu schalten, dass ihr mir Antworten gleich geben könnt, was es denn bei euch sein könnte. Zerknautschtes Gesicht, gegen die Mauer gelaufen. Ja, die Füße sogar oben. Okay, ausgerutscht auf einer Bananenschale. Also es muss jetzt nicht wirklich tatsächlich ausgerutscht auf einer Bananenschale sein, sondern ja, das ist mal schief gelaufen. Das ist mal schief gelaufen, aber es findet hier wieder den Weg. Sorry, dass ich das hier so streiche, aber das gibt mir Gefühle. Gerade zu diesem, es ist mal schief gelaufen, aber es findet wieder den Anschluss. Du findest hier wieder den Anschluss zu irgendjemand. Jemand findet hier wieder den Anschluss zu dir.
aber nicht im Mai. Also diese Entwicklung scheint tatsächlich die Voraussichten nicht alle nur im Mai stattfinden. Nicht im Mai. Etwas kommt später. Etwas kommt hier später. Ist das mit der Frau? Nein, das ist kurz. Ach, okay, jetzt kommt das durch. Später wird sich das erst tatsächlich richtig bemerkbar machen, für was es gut war. Das kommt jetzt bei mir durch, weil ich habe mich jetzt innerlich gefragt, warum noch nicht jetzt? Also es ist jetzt, die Zeit ist fließend, du bist in diesem Flow drin und später wirst du nochmal einer Information, einer Nachricht, nein, ich kann gar nicht Nachricht sagen, du wirst später noch wissen, warum du zuerst gegen die Mauer gelaufen bist, warum du ausgerutscht bist, warum das schief gelaufen ist. Das wirst du erst später wissen, denn es ist hier eine Verkettelung für die Zukunft, wo jetzt vonnöten ist. Das kommt jetzt noch hier bei mir durch. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch alles, 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 alles Liebe und wenn du magst, dann bis zum nächsten Mal.